Ja, hallo und herzlich willkommen bei Civilization 5. Hallöle. Ja, wir sind mittlerweile auf den Dü getroffen und ich glaube, ich habe noch nicht mal eine Stadt von ihm entdeckt, aber ein paar Schiffchen von ihm. Ich glaube, da war ich sogar eher als du bei mir. Aber es geht auf jeden Fall langsam in die heiße Phase. Das habe ich mich schon ein bisschen gewundert, warum da auf einmal so ein scheiß Kriegselefant steht, auf so einer scheiß Insel und so ein scheiß Barbarendorf weggemacht. Warum denn nicht? Da fragt er sich, warum. Ich habe auch schon gesehen, du hast enorm viele Einwohner. Also da hast du enorm krassen Push bekommen. Wahrscheinlich sind die Inder da sowieso. Haben die da einen Bonus? Ja, das ist der Bonus, ja. Also wie gesagt, da macht sich der Bonus zugute. Wie gesagt, ich habe halt den Malus, dass ich dafür nicht so viele Städte gründen kann eigentlich. Aber wie gesagt, den versuche ich halt nach Möglichkeit durch vieles auszugleichen. Das klappt bis jetzt ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weniger oder mehr Städte habe, aber ich denke, ich bin da auch nicht so schlecht drin in den Städten. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, wollen wir jetzt auch nicht vergleichen, da es ja in nahe Kriegsvorbereitungen geht. Kriegsvorbereitung. Kriegsvorbereitung? Also ich bereite mich darauf vor, dass du eventuell einen Krieg startest. Ja, sagen wir es mal so. Weil ich kenne dich. Du greifst gerne mal aus dem Hinterhalt an. Und soll er kommen, ne? Soll er kommen. Okay, gut. So, okay. Ich jude mich mal, damit ich meine Kriegsvorbereitungen ein Stück weit voranbringen kann. Genau, mach das. Und, ja. Ich mach das auch. Du bist schon eigentlich schon fertig mit seiner Runde. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Naja, was heißt beeilen? Ich brauche mich überhaupt nicht beeilen. Mach einfach, was ich mach. Gut, es ist so. Ein Amphitheater bauen wir hier. Produktion können wir noch wählen. Ich würde mal sagen, eine Kaserne in Delhi schadet jetzt so langsam mal nicht. Kostet zwar einen Unterhalt, aber das haben wir. Okay. Befehle. Das war die Karavelle, die hier oben war. Die sollte eigentlich mal hier runterfliegen, genau. In den nächsten, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja. So, die kann ich auch so langsam zurückziehen. In der Hoffnung, dass ich recht bald neue Schiffchen bauen kann. Und die hier upgraden kann. So. Da wäre ein neuer Siedler. Der geht hier auf diese Insel. Flup, flup, flup. Ich hoffe mal, der kommt auch an. Aber bis jetzt sieht es gut aus hier. Bis jetzt scheint meine Insel so halbwegs frei zu sein. Und vor allem habe ich da einen vorgeschobenen Posten, der gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, ein NPC würde da wahrscheinlich hier in dem Spiel nichts drauf bauen, weil er einfach keine Verbesserungen bauen kann. Aber wenn ich einen Hafen baue, hier ein paar Arbeitsboote hinballer, schadet das auch nicht. Burkimei wird auch bald produziert, das ist schön. Was haben wir hier? Eine Karawane. Ich klicke mal auf nächste Runde, damit du auch mal weiter kann. So. Düdüdüm. Der Garten hier. Hier wird nur ein Zoo gebaut. Dystophismus habe ich in Byblos verbreitet. Juhu! Byblos hat den Dystophismus anerkannt. Yay! Sehr schön. 6 Anhänger braucht es scheinbar dafür. So, Amphitheater ist nun in Produktion. Ihr habt die Navigation entdeckt. Sehr schön. Heißt im Klartext, wir gehen hier hin. Das wiederum heißt, dass wir mit der Einheit mal einfach hier hingehen. Weil da hinten ist ja noch eine Einheit gewesen. Da kommt auch ein Bautrupp an. Ja gut, kommt da halt an, was soll's. So, was haben wir hier? Hier haben wir Werkstatt, Hafen. Ein Hafen. Ein Turm haben wir schon gebaut, wir bauen den Hafen, genau. So, weil der bildet gleichzeitig eine Stadtverbindung, was mir hier wieder hilft. Produktion wählen wir hier. Eine Waffenkammer. 15 EP für alle Einheiten. Mhm. Oh, na gut. Produktion wählen. Werkstatt. Leuchtturm. Leuchtturm. So, Forschung. Wirtschaftswesen, Modernisierung, Kong erhöht, Modernisierung, Zollamt, bla bla bla, Akustik. Metallverarbeitung brauchen wir jetzt gerade nicht. Chemie, Modernisierung, Steinbruch, Mine, Fabrikanlage und eine Kanone kriegen wir da. Machen wir das Wirtschaftswesen erstmal, bevor wir uns noch weiter vorbereiten. So, du gehst hier runter, bitte. Sehr schön. Kalkutta, ihr Musketiere, geht hier hin. Die Armbrustschützen, geht hier in Bereitschaft. Das Arbeitsboot selbst, schicke ich mal hier hin. Blub. Und, bauen. Du kannst upgradet werden zur Fregatte. Sehr schön. Und jetzt kann die hier endlich auch übers Land. Nächste Runde. Los geht's. Juhu, ich habe eine Fregatte.
Nee, ich habe ja hier glatt eine Flickratte und dann kann ich mit der anderen hoffentlich hier unten rum Dü entlang segeln. Endlich Dü auch mal entdecken. Da kann ich dann einen Spion hinschicken. Wäre ja toll. Bumm. Und dann sehen wir weiter. So, der Bautrupp hier. Ja gut, da kommt halt erstmal an. Mal schauen, ob die Barbaren noch da sind. Wenn ja, haben wir ja, ich denke, mit den Musketieren eine gute Chance, die vom Platz zu fegen. Ansonsten warten wir auf den Spieler Barbar erstmal. Auf den Barbarenspieler. Barbarenspieler, Barbarenspieler. Okay. Okay, große Persönlichkeit wurde bei mir geboren. Schön. Ein Kauf mit Glauben ist wieder möglich. Und noch eine große Persönlichkeit wurde geboren. Auch schön. Einheit benötigt Befehle. Hier gehen wir hier eins weiter vor. Und ruhig noch eins weiter vor. So. Und du gehst mal ruhig eins weiter hierher. Da hinten haben wir Theben. Die Karawelle, die soll ja hier in die Richtung so. So mal so hier, genau. Mal querfahren. Was kannst du? Du kannst ein großes Werk erschaffen, aber geht gerade nicht. Oder du kannst ein goldenes Zeitalter auslösen. Neun Runden, mehr Kultur, etc. pp. Gold und Runden für neun. Okay. Weißt du was? Machen wir mal. Blum. Ein goldenes Zeitalter beginnt. Du kannst ein großer Prophet die Religion verbreiten oder die Religion verbessern. Wir verbessern die Religion erstmal, weil das immer günstiger ist. So, wir haben zweitens Glaubenslässern und das können wir alles beides wählen. Schauen wir mal. Gärten bringen plus zwei Zufriedenheit. Nee, Chorele. Guruschaft. Spezialisten. Nee, Moscheen. Kauft den Glauben Moscheen. Glauben, Kultur, Zufriedenheit. Religiöse Gemeinschaft. Plus 1% Produktion pro Anhänger. Maximal 15%. Aha, 1% ist ja gar nicht wenig. Das heißt, wenn in der Stadt schon 10 sind, gibt es schon mal 10% mehr Produktion von Haus aus. Schreine und Tempel bringen jeweils plus 1 Nahrung in der Stadt. Das klingt auch nicht schlecht, und große Städte hinzukriegen. Religiöse Kunst, emetanisch gehören plus 5 Kultur und plus 5 Tourismus. Kunst oder Gemeinschaft? Arbeiter zwischen den beiden hier. Ich würde sagen, wir nehmen die Produktion. Und hier können wir ja immer noch Verteidiger des Glaubens. 20% Kampfstärke in der Nähe von freundlich gesinnten Städten mit dieser Religion. Wanderprediger von der Religion verbreitet sich 30% weiter in entfernte Städte. Das muss nicht unbedingt sein. Vorsehen für eine Stärke und fordern minus 25% Glauben. Heiliger Orden, Missionare, Inquisition, Kosten, nee. Religiöse Einheit, deutsche Stadtstaaten, religiöse Texte, schneller aus, Reliquienschrein, erhalte 15 verbrauchte große Persönlichkeit. Nee, komm. Verteidiger des Glaubens klingt gut. Einfach nur, um ja, uns auf Dü vorzureisen. Und da das ja sowieso die Dü-Stufismus-Religion ist, schade das nicht. Nächste Runde. Und los geht's. So. Religion ist auf jeden Fall verbessert. Schön. Ein bisschen Produktion angeheizt. Ein bisschen, ja, Dü-Stufismus angeheizt. Was will man mehr? Was will man mehr? Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Du bist schon ein Anhänger von Dü-Stufismus. Hier drüben natürlich auch. Deli sowieso. 5 Anhänger, da fehlt noch einer. Bei dir sind es 3 Anhänger, da fehlt auch noch ein bisschen was. Hier oben ist schon weniger. Aber hier kriege ich schon 4 Anhänger rein. Schon allein von den Handelswegen. Okay. Und hier haben wir eine andere Religion. Keine Ahnung, was das dann ist, was ich da reingedrückt bekomme. So, wo bin ich denn? Achso, Elefanten. Genau, die Elefanten. Hopp. Hopp. So, die würde man wahrscheinlich recht bald wegballern, sobald ich dann da angekommen bin, der Dü. Einfach, wenn ich bei ihm lande, das würde als Provokation ansehen. Zugegeben. Oh, hat ja recht, ist eine Provokation. Aber man sollte ja nicht so eng sehen. So. Ansonsten haben wir hier eine Karawane, die kann karawanisieren. Wieder nach Byblos. Ja, komm. Warum nicht? So. Produktion wählen. Mhm, Wohlstand. Eine Bank, Stallung. Oder vielleicht ein Musketier. Ich gehe mal auf die Stadtmauern. Sicher ist sicher. Ich habe ein bisschen Bammel, weil wie gesagt, wenn der Dü kommt, dann kommt er von der Seite. Das heißt, hier sollte ich die Verteidigung langsam mal ein bisschen erhöhen. Einheit benötigt Befehle. So, hier sind wir. Dann können wir gleich mal einen Angriff starten.
Sag mal, gab es schon diese Weltumsegelung? Da gab es doch sonst immer eine Nachricht oder fällt ihm Multiplayer weg? Weiß ich nicht. Es kann sein, dass die drüben nur so angezeigt wird und vielleicht ist das ja auch hier nicht mehr der Fall. Hm. Also du kommst hier auch gar nicht durch halt, weil ich sehe gerade deine Fregatte. Sehe ich gerade hier unten. Und also da kommst du halt auf jeden Fall nicht durch hier. Ja, da unten. Werden wir sehen. Mal schauen. Ja, wie gesagt, ich mach mal hier weiter. So, was haben wir denn hier? Ja, mach mal. Ihr habt einen Zivilisten gefangen genommen. Der Ägypten gehört ihr. Jetzt könnt ihr ihn entweder zurückgeben oder ihn als Einheit behalten. Wenn ihr ihn zurückgebt, werden sie sehr dankbar sein. Ich werde die Einheit mal behalten. Ich will mal was probieren. Den nächsten kann ich ja immer noch zurückgeben. So. Und dann würde ich mal sagen, das Pferd zieht einen Wagen. Das ist eine Galeasse. Eine ganz krasse. Gehen wir zurück. Einmal hier, Einheit monetarisieren. Einheit benötigt Befehle. Hier oben kann ich nicht mehr weiter, weil da ist alles schon ein Gebiet. Nächste Runde. Warten wir mal. Also es kann sein, dass ich da unten nicht durchkomme, weil wenn Medü mich da unten sieht. Woher sieht er mich eigentlich? Meine Fregatte hier unten, woher, wie sieht er die? Hat, na gut, okay. Er hat ja ein bisschen mehr Sichtweite wahrscheinlich als meine Einheiten. Insofern wird es vielleicht daran liegen. Ich weiß nicht, ob wir hier unten durchkommen. Es kann sein, dass es zu ist oder nicht. Wir werden es aber probieren. Und wenn nicht, kommen wir von oben. Ist ja auch nicht so wild. So, okay. Bäm. Ulundi hatte ich schon platt gemacht. Schade. Ich dachte, es wäre etwas für mich. Na gut. So, dann würde ich mal gucken, ob wir Bangalore missionieren können. Warten auf Spieler, natürlich. Auf was sonst? Bangalore, nicht Bangalore. Hier unten haben wir einen Kriegselefanten, der hier ab, ab, ab. Weiter kommt er nicht. So, achso, der ist jetzt schon beim Musketier. Okay, der Musketier kann sich mal hier hochbegeben. Der wird sicher auch noch da sein. Flup, flup, flup. Während der Missionar verbreitet, gibt Stärke der religiösen Einheit an. Ja, wie gesagt, ist ja jetzt mein Missionar. Steht nicht da, wo Führer ist. Aber eigentlich müsste er ja da mal, wenn dann meine Religion verbreiten. Das probieren wir einfach mal in unserer eigenen Stadt aus. So. Und dann können wir ja den Dyestufismus hier ein bisschen verbreiten. So. Was haben wir denn hier entdeckt? Ein Natur- und Wunder entdeckt. Viktoriasee. Es gibt noch 3 Naturwunder zu entdecken. Das ist toll. Aha. Ja, hier gibt es tatsächlich kein Durchkommen, wie es aussieht. Gar kein Durchkommen, schade. Na gut. Dann werde ich mal sagen, machen wir mal so. Stell mich da einfach mal in den Weg. Produktion wählen. Okay, wir wählen die Produktion Schrein. Schrein. Schrein muss sein. Musketier, machen wir Musketier hier. Senkt den Diebstahl. Das machen wir mal das hier. Produktion wählen hier. Freibeuter. Das klingt doch schön. Nächste Runde. Warten und fertig. Und wie gesagt, mit ein bisschen Glück kommt du jetzt hier hochgeeiert und versucht mein Schiffchen abzuschießen. Oder ich versuche mit meiner Galeasse den Dü zu verfolgen oder mit meiner Fregatte und hau dann mal mit dem Freibeuter drauf. Das müsste eigentlich klappen. Wenn das noch so ist, kann natürlich sein, dass sich das mehr oder weniger geändert hat. Das werden wir sehen. So. Riga wird angegriffen. Oh, der arme Riga. Also die arme Stadt Riga. Wirtschaftswesen haben wir auch fast. Ich kann ja mal gucken. Demografie. Bevölkerung. Bin ich ordentlich dabei bei. Ernteertrag. Fertigwaren. Bruttosozialprodukt. Zustimmung ist auch 100% bei mir. Sehr schön. Alphabetisierung 44%. Ja, sind wir gut dabei. Wir haben schon die meiste Bevölkerung und die ist auch noch am schlausten. Ab. Ab. Na gut, kann ich wenigstens abkürzen. Schadet auch nicht. So. Die Fregatte ist eine Fregatte geworden, genau. Die ist schon fregattisiert. Dann gehen wir mal hier hoch. Hopp. So. Die ist schon abgehauen. Flupp. Okay. Hier haben wir einen Siedler. Ui, was machen wir mit dem Siedler? Juhu! Eine neue Stadt. Für uns allein. Ja, so soll das Leben sein. Hier runter. Man muss sich ja ein bisschen umschauen, ne? Produktion wählen.
Ein Bautrupp lützt hier oben reichlich wenig. Wenn dann Arbeitsboot. So, Produktion wählen. Stadtmauern. Schadet nicht. Produktion wählen. Stallungen oder Tempel. Wir machen ein paar Bestallungen. Wir haben hier einen Missionar, genau. Religion verbreiten. Mal schauen, was rauskommt. Islam. Mist. Ich wollte den Islam nicht. Dann kann ich die Dinger auch dann zurückgeben beim nächsten Mal. Was meinst du? Ja, wir Runde können, beenden, Folge wir können, beenden. Die Runde ist schon beendet, Folge wird jetzt beendet. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss.